Paul, du bist gebürtiger Hesse, deswegen müssen wir dir, glaube ich, vor dem Interview nicht sagen, was man hier bei uns zur Begrüßung sagt. Deswegen, gute Paul. Gute, vielen Dank. Hast du einen Lieblingsspruch mit deinem Nachnamen, den du hier am Anfang gerne platzieren möchtest? Oh, ich habe schon einige dazu gehört. Einen richtigen Lieblingsspruch habe ich nicht. Aber wenn es was Kreatives ist, was Neues, bin ich absolut offen dafür. Aber so diese Standardsätze mit der will oder sonst irgendwas, das ist ein bisschen langweilig. Ja, dann haue ich dir jetzt mal was richtig Kreatives um die Ohren. Ja, da bin ich mal gespannt. Wie wäre es mit Paul will nach Darmstadt? Ja, das finde ich richtig gut. Das ist gekauft, würdest du sagen. Ja, genau. Du trägst ab sofort die Lilie auf der Brust. Warum hast du dich für Darmstadt 98 entschieden? Ja, ich glaube, das ist relativ einfach. Das ist ein riesengroßer Verein, der sich in den letzten Jahren mehr als nur in der zweiten Liga etabliert hat, sondern ist jetzt auch aufgestiegen letztes Jahr und jetzt dieses Jahr dann leider ab. Von daher ist das hier ein riesengroßer Verein. Und ich glaube einfach, dass hier der Verein von den Werten her und einfach von meiner Persönlichkeit, dass das sehr, sehr gut zusammenpasst. Weil hier einfach auch weiterhin hart gearbeitet wird und sich nicht auf irgendwas ausgeruht wird. Und das gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Plus, glaube ich, kann man hier, dadurch, dass es sehr nah an meiner Heimat ist, sind 1,5 Stunden bis nach Hause. Das war natürlich schon auch nochmal ein positiver Punkt, der da irgendwie mitkam. Und von daher war die Wahl nicht wirklich schwer. Als du mit Dynamo Dresden hier in Darmstadt gespielt hast, war die Haupttribüne noch komplett im Bau. Jetzt ist die fertig. Du warst eben im Stadion in der Kabine. Wie gefällt dir das neue Bölle? Ja, das Stadion ist unfassbar. Das freue ich mich auf jeden Fall schon drauf, da drin zu spielen und am besten vor ausverkauftem Haus dann direkt. Da habe ich richtig Bock drauf. Nee, das Stadion ist halt nagelneu. Das ist natürlich immer super, muss man schon ganz ehrlich sagen. Ich kann mich an das Spiel zum Glück nicht mehr ganz so erinnern. Ich weiß nur noch, dass wir einzeln verloren haben, obwohl wir in Überzahl waren. Ich glaube, schönes Freistoßtor von Tobi Kempe. Ja, Freistoßtor, stimmt. Kleiner Torwartschlitzer, glaube ich, war auch noch dabei. Dann lass uns gerne noch mal auf deine vergangene Saison zurückblicken. Du warst bei Dynamo einer der Dauerbrenner schlechthin. Standest in 37 von 38 Spielen in der Startelf, 31 Partien über 90 Minuten. Gab ohnehin nur, ich glaube, 7 Feldspieler, die mehr Minuten gesammelt haben als du in der dritten Liga. Würdest du sagen, das war deine bis dato intensivste, vielleicht sogar auch erfolgreichste Saison? Ja, auf jeden Fall. Hab nur ein Spiel verpasst durch die 5. Gelbe. Sonst habe ich alle Spiele gemacht, dann auch noch im Sachsenpokal jetzt gespielt und alles. Die Saison war wirklich kräftezehrend, umso schlimmer, dass es halt am Ende nicht den gewünschten Ausgang genommen hat. Dabei hast du ja schon den einen oder anderen Titel gesammelt. Wenn man bei transfermarkt.de deine Vitrine anguckt, stehen dort 2 deutsche Meistertitel, ein DFB-Pokalsieg, 2 Drittligameisterschaften. Was bedeutet das? Ja, da habe ich ja nicht ganz so viel zu beigetragen, zu den Meisterschaften und zu dem DFB-Pokal. Da habe ich ja immer nur mittrainiert. Ich war ein paar Mal im Kader, aber habe ja nie eine Minute leider bekommen. Trotzdem irgendwie cool, dass die Titel da aufgeführt werden. Das ist immer so ein kleiner Ego-Push irgendwo. Nee, und die Drittligameisterschaften, die erste war ja mit den beiden Amateuren dann, wo wir den Durchmarsch gemacht haben, sind wir noch direkt Meister geworden. Und in meinem ersten Jahr in Dresden haben wir ja auch die Meisterschaft noch geholt. Also das sind 2 Titel, die ich auch wirklich gewonnen habe, wo ich auch wirklich was zu beigetragen habe bei den anderen beiden. Schmücke ich mich, glaube ich, mit fremden Federn. Trotzdem hast du bei Bayern mit Legenden und Weltklassespielern wie Robben, Ribéry, Lewandowski, Hummels und zusammengespielt. Nimm uns mal mit, wie ist es, wenn man in solch hochkarätig besetzte Kabine als Jugendspieler kommt? Ja, man kann sich das gar nicht vorstellen. Die Spiele umgibt ja einfach eine gewisse Aura. Also du hast ja früher zu den Jungs hochgeschaut oder hast sie halt im Garten irgendwie nachgeahmt und hast irgendwie versucht, von denen die Tore nachzumachen. Und dann sitzen die da vor dir und sprechen mit dir und du teilst mit denen eine Kabine, trainierst mit denen. Das ist einfach unfassbar. Also die ersten Trainingseinheiten läufst halt mit offenem Mund durch die Kabine und über den Trainingsplatz, weil du es gar nicht fassen kannst. Ich glaube, so muss man das auch als Jugendspieler irgendwie nehmen, dass du das halt einfach wertzuschätzen weißt und dass du halt jeden Moment irgendwie aufsaugst, weil das war das letzte Jahr von Robben und von Ribéry bei Bayern. Umso größer ist es, glaube ich, nochmal für mich persönlich gewesen, einfach das nochmal miterleben zu dürfen. Von daher, ja, es ist nach wie vor, wenn man darüber nachdenkt, denkt man natürlich sehr gerne dran, ist es ein besonderer Moment und ja, macht einem irgendwie Gänsehaut.
standest zudem im Spieltagskader in der Bundesliga, auch in der Champions League. Welche Erfahrungen konntest du aus der Zeit mitnehmen? Da hat man so den Unterschied noch mal hautnah gesehen zwischen Bundesliga und damals, glaube ich, noch Regionalliga, dass es da schon ein bisschen anders hergeht. Und trotzdem war es einfach ein geiles Gefühl, da zu sitzen und so das hautnah mal mitzuerleben und den ganzen Ablauf auch. Ob Kabinenansprache oder auch nach dem Spiel, wenn es dann was zu feiern gab, das waren schon einfach Erlebnisse, die einem keiner mehr nimmt und die ich auf jeden Fall auch für immer mit mir tragen werde und auch in gewisser Weise stolz darauf bin, dass ich das erleben durfte. Das ist einfach eine geile Zeit gewesen, muss ich schon sagen. Dann lass uns noch mal auf den Paul von heute blicken. Wie würdest du dich als Spielertyp beschreiben? Ja, ich glaube schon, dass ich über die Mentalität komme als Spieler. Bin jetzt kein Edeltechniker. Ja, laufstark, zweikampfstark, auf der 6, schon auch mit dem Spielaufbau vertraut. Ich glaube schon, dass ich das Spiel ganz gut aufziehen kann von hinten. Und dann natürlich mein linker Fuß, ob das jetzt lange Bälle sind oder vielleicht auch mal ein Fernschuss. Das würde ich noch so zu meinen Stärken zählen. Stichwort kämpfen, kratzen, Gras fassen. Sind das Sachen, mit denen du dich identifizieren kannst? Absolut. So habe ich es irgendwie in den Profifußball geschafft, glaube ich. War jetzt nie einer, der von seinem Talent irgendwie gelebt hat, sondern schon eher durch die harte Arbeit und halt durch genau die Eigenschaften. Und ja, auch bei den Vereinen, bei denen ich jetzt bisher gespielt habe, ob das jetzt Lautern war oder auch Dresden, das waren schon Vereine, wo auch das im Vordergrund stand, die Mentalität, und dass da ja auch einfach gefördert wurde noch mal mehr. Und ich glaube, deswegen habe ich das nach wie vor bis heute für mich übernommen. Sind auf jeden Fall Tugenden, die auch die Darmstädter Fans auf dem Platz sehen wollen. Deswegen bin ich hier. Wie sehr freust du dich auf das Publikum hier? Ja, unfassbar. Ich meine, ich habe das ja jetzt mitverfolgt, nach dem Abstieg, wie da die Mannschaft trotzdem unterstützt wurde und auch gepusht wurde. Und dass das einfach ein sehr, sehr harmonisches Verhältnis ist zwischen Mannschaft, Verein und Fans. Da freue ich mich extrem drauf. Ich hoffe natürlich, dass wir den Fans dieses Jahr dann wieder ein bisschen mehr das Lächeln ins Gesicht zaubern können auf dem Platz. Das müssen wir uns auf jeden Fall vornehmen. Aber trotzdem glaube ich, hier in dem neuen Stadion, das kann auf jeden Fall eine richtig geile Stimmung werden. Dann danke dir fürs Gespräch und herzlich willkommen im Merkstadion am Bellenfeldtor. Vielen Dank, danke euch.